Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Dying Light. So, den Weg habe ich gefunden, war auch eigentlich gar nicht so schwer, man musste da einfach, wo die Wachen herkamen, weitergehen. Wir haben noch ein paar Talentpunkte zu verteilen, das mache ich mal gerade. Hier haben wir ja letztes Mal die Panzerhaut, glaube ich, gemacht, oder war es das Trampeln? Ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube das Trampeln war es. Und machen jetzt den Fokus, also wenn sie denselben Gegner mehrfach treffen, erhalten sie jedes Mal einen Schadensboost, im Prinzip genau das gegen Bosse, dass man da besser halt gegen ankommt. Dann haben wir hier bei Wendigkeit, habe ich mich für, was war denn das? Flucht, glaube ich, entschieden. Wenn Beißer sie gepackt haben, können sie schneller abschütteln. Also da, wo wir halt immer so F spammen müssen, das geht ein bisschen schneller. Das ist gar nicht schlecht in den Situationen. Und bei Überleben haben wir zum einen, was wollte ich denn hier überhaupt nehmen? Zum Schild war mir nicht so wichtig, aber hier, das Durchsuchen von Leichen nimmt weniger Zeit in Anspruch. Das finde ich schon mal super. Dann kann man immer was killen und während die nächsten so auf einen zukommen, schon mal nebenbei einsammeln. Und weil mir die Sachen hier alle nicht so gut gefallen, leider, also Tarnung wäre noch eine Überlegung wert, aber hier Selbstschutz jetzt nicht so. Elektrozaunfalle auch nicht so falsch, ist auch nicht so wichtig. Ich sammle ja immer viel Geld ein. Dann machen wir, glaube ich, das hier mit dem Rucksack, würde ich sagen. Die Aufputschmittel benutze ich im Endeffekt ja doch wenig. Und wenn ich jetzt rausgehe, die Wachen haben mich eben schon gesehen. Ich kann jetzt sein, dass es direkt zu einer Kampfsituation kommt. Oder zumindest haben sie so, hey, wer ist da? Also, müssen wir jetzt mal gerade schauen. Ja, die sind nämlich schon auf der Lauer. Versuchen wir erst den hinteren und dann den vorderen. Perfekt, das hat schon mal sehr gut geklappt. Ist da einer noch? Oh. Da habe ich mich gerade aber ganz schön erschreckt dafür, dass ich eigentlich wusste, dass da Schüsse gleich kommen. Eieiei. Okay. Waren es Bracken, denn hörst du mich? nur die Crane drei? hier. Was gibt's, Kumpel? Sag allen, dass sie sich von den Rettern fernhalten sollen. Sie haben mich an Raiz verraten. Mist. Alles klar? Kontaktiere Troy, sobald du in Sektor 0 ankommst. Sie ist die einzige Person dort, die dir helfen kann. Ja, das hatte ich vor. Drück mir die Daumen. Da kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Vielleicht hier irgendwo. Hier haben wir noch ein bisschen Müll. Man kommt da wohl irgendwie hoch, wie es scheint. Da vorne, das sieht sehr gut aus. Schwupp. Wir gehen da wahrscheinlich hier rein. Karte sagt, wir müssen noch höher. Ah, okay. Noch einen höher wahrscheinlich. So, hier aber. Okay, perfekt, dann sind wir da raus. Dann sind wir jetzt auf der neuen Karte. So, neue Map. Da gerade im ersten Moment dieser Blick nach links sah so ein bisschen aus wie hier Paris von Unity. Dann waren wir mal. Jade Crane hier, bist du da? Jade? Bis auf die Zombies. Ich bin's, hörst du mich? Verdammt. Wie erwartet. Zeit für Plan B. Ja, ja. Crane hier. Hörst du mich? Crane? Schön von dir zu hören. Wie kann ich dir helfen? Ich bin in der Gegend und hätte was mit dir zu besprechen. Wo kann ich dich finden? Du bist hier? In der Null? Wunderbar. Siehst du diese zwei Türme? Einer höher als der andere, Baugerüste an beiden. Wir nennen es unser Loft. Geh dahin, wir warten dort auf dich. Okay. Gut, dann ist das unser nächstes Ziel. Mal einmal gerade rausgescrollt. Hier haben wir auch wieder eine Karte. Die ist, würde ich sagen, etwas kleiner. Nicht sehr viel kleiner, aber doch ein etwas kleiner. Ja, und müsste jetzt hier so im groben südwestlich von der Hauptkarte liegen, aber ich glaube, das sind jetzt quasi zwei getrennte Sachen. Wir können wohl auch zwischen den beiden Sachen uns mit ja, einem Teleport im Prinzip von dem Turm da zu dem anderen Turm auf der anderen Map hin und her teleportieren. Im Moment halt natürlich noch nicht, aber werden wir dann halt wohl hören Sie mich? Crane hier. Hampton, hören Sie lernen. mich? Crane? Ja, ich höre Sie. Was ist los? Ich bin in Sektor 0. Ist Jade bei Ihnen? Nein, noch nicht. Da ich mich wegen Raiz-Schlägern hier verschanzt habe, könnte es schwierig für Sie sein, mich wow. zu Wow, 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 wow. Apropos. Gar nicht gesehen, nicht gehört. What the fuck? Ich bin umzingelt, aber zumindest sicher. Kommen Sie hierher? Später. Zuerst muss ich Jade und Sarahs Forschungsdaten finden. Dann komme ich zu Ihnen. Verstanden. Ich werde warten, Crane. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg da hinten hin. Ja, der bin ich. Ich bin Michael. Troy wartet im Loft auf dich. Gut, dich hier bei uns zu haben. Okay, weiß ich Bescheid. Hier geht's wahrscheinlich rein. Crane! Was eine Ehre. Ich bin Savvy, der Technikfreak hier bei uns. Ich habe das Funkstörsignal beinahe durchbrochen. Hier, sprich mit Troy. Hallo, Kyle Crane. Schön, endlich mal das Gesicht zur Stimme zu sehen. Das nicht so schöne Gesicht. Du suchst nach Jade Aldemir, oder? Ja, ja, hast du sie gesehen? Weißt du, wo sie ist? Jade,
Hier ist Troy. Hörst du mich? Was gibt's, Troy? Jade, ich bin's, Crane. Ich weiß, dass du zu Kentons Klinik willst, aber da sind Massen an Zombies. Und da ist Schläger. Ich komme und helfe dir. Crane, lass mich in Ruhe. Wenn ich deine Stimme höre, denke ich ständig an Rahim. Bitte hör mir zu. Die Sache ist die. Der GRE hat mich angeheuert, okay? Ich sollte rausfinden, wem Reis die vertrauliche Datei geschickt hatte. Aber das ist jetzt egal, denn das Ministerium hat sich gemeldet. Jade, sie wollten die Stadt bombardieren, aber ich konnte sie überreden zu warten. Denn sie wollen die Forschungsdaten, die du hast. Wir müssen ihnen irgendwie mitteilen, dass wir die Daten haben. Du Bastard! Du Bastard! Jade! Du verlogener Bastard! Verflucht. Crane. Jade war bei unserem letzten Kontakt in der Universität, östlich von hier. Falls von deiner Geschichte auch nur ein Funken wahr ist, musst du sie finden. Okay, das ist das Ziel. In der Bibliothek. Überlebender wurde getötet. What? Okay. So, 5000 haben wir bekommen. Auch hier können wir jetzt anscheinend Quests und alles Mögliche. Weiß ich allerdings nicht, wo genau die Händler sind. Da sind jetzt Pfeile nach unten, also quasi im anderen Turm wahrscheinlich unten. Wollte ich mir einmal gerade kurz angucken, dass ihr das auch mal seht. Kinder! Ozean. Und Handeln. Schöner Name. Okay. Hier haben wir eine doppelläufige Schrotflinte und der Schaden, meine Freunde, mit 1576 ist ganz angenehm, kann man so sagen. Und was wir jetzt hier halt haben, ist Gewehrmunition, Pistolenmunition und Schrotflintenmunition. Und der Preis, den ihr hier seht, der ist immer magazinweise. Also das kann man durchaus sich antun. Achso, mehr freie Slots haben wir auch gar nicht hier. Medikits nehmen wir auch gleich mit. Und was verkaufen wir? Ich habe gar nicht Großsachen mitgenommen. Shit, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Da können wir irgendwas verkaufen. Das Messer kann weg. Das Beil kann weg, weil es schlechter ist als die Gartensichel. Und der eigentliche epische Dingens ist auch irgendwie schlechter als das da. Also die Sichel hier macht mehr Schaden und hat mehr Handling, von daher kann der auch weg. So, wir sind jetzt auch an der Bibliothek hier angekommen. Können wir mit der Wache reden. Hey, haben Sie eine Frau namens Jade Aldemir gesehen? Lange dunkle Haare, so eine Taffe. Ja, hab ich. Sie hat mit dem da drüben gesprochen. Danke. Der da drüben und der zeigt nirgendwo hin. Also, ja, geht dann mal einfach da rein. So. Jade. Jade, bist du hier? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Nicht so richtig. Erstmal springe ich hier runter. Eine Spur von Jade. Das schalten wir erstmal aus. Und dann können wir mit ihm reden. Können Sie mir helfen? Mit Fidan. Frau, dunkle Haare, zierlich, schlagfertig. Sie heißt Jade Aldemir. Ja, die war hier. Sie haben sie gerade verpasst. Sie saß hier eine Weile mit finsterer Miene herum. Und verschwand dann. Scheiße. Hat sie gesagt, wohin sie wollte? Nein. Aber sie sind Crane, richtig? Das ist von ihr. Amir, warum hat sie das für mich dagelassen? Keine Ahnung. Aber sie bat mich, ihnen etwas zu sagen. Nicht noch einmal. Was immer das heißen soll. Mhm. Sollen sie nicht noch einmal verarschen vielleicht? Das könnte es zum Beispiel sein. So, jetzt müssen wir irgendwie... Willst du handeln? Da wieder hoch, okay. Dann machen wir auch mal direkt weiter. What? Jetzt sind wir doch wieder. Crane, nee, hier. Passt. Hörst du mich? Jade, kannst du mich hören? Nichts. Troy, Crane hier. Bist du da? Gut, dass ich dich erwische. Savi hat es geschafft, das Störsignal zu durchdringen. Komm am besten zurück. Du musst das einfach sehen. Warum? Was muss ich sehen? Was da draußen passiert? Du musst es mit deinen eigenen Augen sehen. Komm schnell zurück. Ich meine es ernst. Okay. Ist doch jetzt eigentlich nur irgendwas wegen dem Störsignal, oder? Doch eigentlich, hoppala. Oh, kann nicht gut zielen im Moment. Doch eigentlich gar nichts zu tun hier mit, dem Ausbruch oder so, oder? Ich weiß es nicht. Wir werden es wohl gleich erfahren. Okay, wir sind gleich da und sollen uns die Übertragung ansehen, die Troy abgefangen hat. Machen wir das mal. Egal, wie oft ich es mir ansehe, ich kann es einfach nicht glauben. Ein internes Dokument der Global Relief Effort weist darauf hin, GRE. Dass der GRE in eine weitreichende kriminelle Verschwörung verwickelt ist.
Es war nicht die Absicht des GRI, ein Heilmittel für den Haran-Virus zu finden. Stattdessen wollten sie ihn waffenfähig machen, um ihn an den Höchstbietenden zu verkaufen. Mhm. Nein, nein, vorwärts zum wichtigen Teil. Ich war der Letzte in der Quarantänezone. Ich kann's nicht fassen, dass ich noch lebe. Ich habe es tatsächlich geschafft. Wir trauern um die Opfer, aber wie schon der Präsident in seiner Rede heute sagte, Leben ist für die Lebenden. Wir müssen nach vorne schauen. Die Suche des Militärs nach Überlebenden in Haran wurde abgebrochen. Die Stadt ist vollständig in der Hand der Infizierten. Laut Oberst Taylor werden die Dekontaminierungsmaßnahmen jegliche Infektionsgefahr beseitigen. Nein. Das war das Ministerium. Hier sind noch Überlebende. Das ist ihre Ausrede, um die Auslöschung einer ganzen Stadt zu rechtfertigen. Crane, warte. Wir haben bereits eine Idee, wie wir eine Botschaft an die Außenwelt senden können. Wir wollen in einem Gebäude Sprengsätze anbringen und Brände in einem Muster entzünden. Zombies können sowas nicht. Michael, einer unserer Kuriere, ist zwar schon in diesem Gebäude, kommt aber nicht in die oberen Etagen. Zu viele Beißer. Ich gebe es nur ungern zu, aber niemand von uns ist stark genug, ihm helfen zu können. Wir müssen jetzt sofort etwas tun, oder wir alle werden den Bomben des Ministeriums zum Opfer fallen. Sag Michael Bescheid, dass ich ihm helfen werde. Kannst du versuchen, Jay zu kontaktieren und sie zu einem Treffen überreden? Ich verspreche es dir. Will ich ja wohl auch hoffen. Ihr eigenes Leben steht ja nun auch hier in Gefahr. So, treffen sie sich mit Michael in der Kanalisation. Dann müssen wir erst da ganz wieder runterlaufen. Okay, jetzt sind wir in der Kanalisation angekommen. Sozusagen. Ich hoffe mal, dass wir hier irgendwo... Aha. Taschenlampe geht auch unter Wasser, aber bringt jetzt auch nicht so richtig viel. Okay. Wahrscheinlich da irgendwo her. Ist ja jetzt denn ganz am Anfang? Also am Eingang oder ganz weit weg? So, ich bin jetzt schon etwas tiefer. Oh mein Gott, in der Kanalisation drin. Und wir suchen gerade Michael. Und wir kriegen jetzt anscheinend wieder unsere Anfälle. Mann, ich dachte, du wärst ein Beißer. Warum musst du dich auch so anschleichen? Ich hätte beinahe sorry. Einen Herzinfarkt bekommen. Okay, dann reden wir mal mit ich ihm noch. Ich will dich nicht erschrecken. Bist du Michael? Okay, kein Problem. Troy hat dich angekündigt. Ich bin nur froh, dass sie das eben nicht gesehen hat. Mein Ruf wäre für immer ruiniert. Verknallt, ha? Huh? Ist das verwunderlich? Hast du sie gesehen? Was glaubst du, warum ich das hier mache? Was? Du riskierst dein Leben in einer Horde mutierter Kannibalen, um einer Frau zu imponieren? Vor dem Ausbruch war mein größtes Erfolgserlebnis der erste Platz beim Buchstabierwettbewerb. Oh, toll. Troy hat mich nicht mal wahrgenommen. Also nutze ich jetzt jede Gelegenheit. Na gut. Also, sag mir, was ich tun muss. Ja, ich habe versucht, den Plan durchzuziehen, kam aber nicht weiter als bis zum 9. Stock. Überlass das mir. Du musst diese Sprengsätze nehmen, die Gasöfen anschalten und Ladungen in bestimmten Wohnungen anbringen. Und das ergibt dann ein Muster. Eins, das nicht nach Zufall aussieht? Wenn es ihnen gelingt, das zum Zufall zu erklären, dann bin ich echt beeindruckt. Wenn du bereit bist, du musst zuerst in den 10. Stock. Okay. So, das würde ich sagen, machen wir dann aber beim nächsten Mal. Ich habe jetzt leider keinen genauen Überblick, wie lang die Folge genau ist. Verzeiht mir, wenn ihr jetzt ein bisschen kürzer wird. Ich bin mir nicht absolut sicher. Wir können mal hier noch alle möglichen Sachen mitnehmen. Wenn ich dazwischendurch drin cutte oder so, dann verliere ich da die Übersicht, was ja hier doch relativ häufig passiert, wenn wir immer von A nach B und wieder nach A laufen. Das habe ich ja jetzt immer dann rausgeschnitten. Ja, ich hoffe jedenfalls, dass es euch gefallen hat. Oh, wir nehmen erstmal hier die ganzen Sprengsätze mit. Und dann machen wir die Mission hier einfach beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass wir hier auch wieder spawnen, wenn ich jetzt hier einfach so rausgehe. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da und nach wie vor gerne Comments, ob wir einfach weiter Hauptmissionen machen sollen oder nun doch dann zu Nebenmissionen auch wechseln sollen oder halt wie wir auch verfahren sollen, wenn wir mit der Story fertig sind. Wir haben jetzt in ziemlich kurzer Zeit das Ganze von 36 auf 56% gebracht. Also ich kann nicht einschätzen, wie lange das noch dauert. Bin mal gespannt. Bis dann, Freunde. Tschüss.